In diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie man solch eine Sitzbank mit Überdachung ganz einfach selber bauen kann. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt als erstes kommen wir zur Vorbereitung. Hierfür wurden die Hölzer erst aufgetrennt, geschliffen und anschließend angefasst. Danach wurde alles zusammengelegt, einmal trocken und miteinander verschraubt, so wie ich mir das gedacht habe, dass das dann miteinander passt. Das gleiche wurde passgenau noch einmal angefertigt, sodass wir einmal eine linke und eine rechte Seite dann nachher haben. Zusätzlich wurde das Ganze mit Schlossschrauben miteinander verschraubt. Anschließend wurden die Bohlen für die Sitzfläche und den Tisch geschliffen, auf Länge geschnitten und angefasst. Nach den ganzen Vorbereitungen kommen wir jetzt auch schon zum Aufstellen. Hierfür habe ich mir eine gerade Fläche im Garten gesucht, wo man das Ganze dann gut ausrichten kann und aufstellen kann. Anschließend wurden hier solche Latten links und rechts angeschraubt, dass das Ganze nämlich stehen bleiben kann, macht sich um einiges leichter, wenn man das Ganze alleine in die Hand nimmt. Das Ganze wurde dann mit einem rechten Winkel, Zollstock und Wasserwaage ausgerichtet, sodass wir hier überall die gleichen Abstände haben und das Ganze rechtwinklig zueinander steht. Hier sollte man sich Zeit lassen, da nachher das Ganze, wenn man da so ein bisschen gefuscht hat, dann wieder auffällt. Hier werden gerade die Querstreben montiert, wo dann nachher die Tischplatte angeschraubt wird. Damit sich später die Tischplatte gut einschmiegt, habe ich das Ganze hier nochmal an der Dachkonstruktion im Prinzip ausgeklinkt, sodass das Ganze nachher ordentlicher aussieht. Das Ganze wurde auf beiden Seiten gemacht und lässt sich so ganz gut einführen. Um den Tisch zu stabilisieren, habe ich hier noch so eine Querbänder eingezogen. Die steifen das Ganze nachher aus und dadurch bekommt der Tisch dann Stabilität. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben den gesamten Tisch jetzt an einen anderen Ort getragen und hier geht das Ganze jetzt weiter. Jetzt wird nämlich die Dachkonstruktion aufgebaut. Hierfür habe ich mir das Ganze einmal provisorisch zusammengeschraubt, damit man erstmal ein Gefühl bekommt, welcher Winkel, wie soll das Dach aussehen, und habe mir dann das im Teil so auf dem Alpha-Winkel übertragen, den Winkel, und daraufhin konnte ich alles soweit fertig zubereiten.
Um das Ganze zu stabilisieren, habe ich hier einen Querbalken eingezogen, wo ich dann auch noch Kopfbänder anschraube. Um die Dachkonstruktion zu stabilisieren, habe ich hier noch Balken angeschraubt. Hierdurch bekommt die ganze Konstruktion mehr Stabilität und das sieht auch ein bisschen massiver aus. Hierbei könnte man natürlich auch sagen, man hätte ja einen größeren Querschnitt nehmen können für das Holz, zum Beispiel 12x12 Konstruktionsvollholz oder so. Das stimmt natürlich, hatte ich nur leider nicht und ich wollte das jetzt irgendwie fertig bekommen, das Projekt. Jetzt kommen wir zur Dachkonstruktion. Ich habe hier noch solche unbesäumten Bretter, wo ich jetzt die Rinde abgeschält habe. Das hat den Vorteil, dass diese nachher sich nicht ablöst und überall im Garten rumfliegt. Nun wurden diese angeschraubt. Hierbei habe ich die ungefähr so 5, 6, 7 cm immer überlappen lassen. Dies ist dann immer abhängig, wie denn der Baum gewachsen ist und wie sich das Ganze dann nachher im Gesamtbild am besten aussieht. Beim Anschrauben der Bretter bin ich dann so vorgegangen, dass ich erst eine Seite 5 cm überlappen lassen habe. Diese habe ich dann angeschraubt. Nun habe ich das Ganze dann ausgemessen und das gleiche Maß dann versucht, so ungefähr auf der anderen Seite zu übertragen, sodass die Bretter dann immer gleichmäßig auf dem Dach liegen, sodass man nachher eine gleichmäßige Dachfläche hat. Ich hatte noch Abschnitte ungefähr von einem halben Meter Länge und diese habe ich jetzt hier an der Seite verbaut und somit diese verkleidet. Hierbei bin ich nun so vorgegangen, dass ich das Brett erst angeschraubt habe und dann habe ich mir das Ganze angezeichnet hier mit so einem Klotz, damit man das richtig gut ausarbeiten kann oben an der Dachfläche. So sieht das Ganze dann angezeichnet aus, muss dann nur noch ausgeschnitten werden. So passt sich das Ganze dann recht gut an. Ich habe auch noch immer so 1 bis 2 mm Luft gelassen, sodass, falls man sich mal so ein bisschen verschnitten hat, dass das Ganze nicht gleich auffällt. Und somit sieht das Gesamtbild nachher viel sauberer aus. So wurde dann die erste Lage angefertigt, angeschraubt und nun gleichmäßig abgesägt. Die zweite Lage habe ich dann 2 cm überstehen lassen und auch abgeschnitten. Die gesamte Dachfläche habe ich mit Sonnenblumenöl, Rapsöl, Frittieröl, alles was mir so in die Hände kam, eingeölt. So erhalte ich mir die Holzoptik. Das Öl ist nicht allzu teuer und wenn das Ganze in regelmäßigen Abständen geschieht, das Holz also gut gesättigt ist mit dem Öl, wird man hier auch, denke ich mal, recht lange Freude mit haben. An den Seiten habe ich nun noch ein Stirnbrett angebracht. Hierbei bin ich so vorgegangen, dass ich ein bisschen Luft dazwischen lasse, sodass hier nämlich die Feuchtigkeit immer abtrocknen kann und kein stehendes Wasser hier ist. Hier findet ihr noch weitere Videos, die euch bei eurem nächsten Bauprojekt behilflich sein könnten.
Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, auf Wiedersehen.